Ja, der wäre nie auf den Ball gekommen, wenn du ihn nicht, wenn du ihn nicht gestoßen hättest. Schau, wo meine Hände. Ilsanker kommt, komm zurück, du gibst ihm einen, du gibst ihm einen Stoß. Er fällt über Ilsanker drüber. Noch einmal. Und in dem Moment, wie ich den Blickkontakt zum Linienrichter mache, oh ja, schau, meine Hände, schau, wo meine Hände. Nein, schau, schau. Du siehst ja deine Ellbogen, deine Hände sind da vorne. Nein, das so steht. Komm, sei objektiv. Du, mir ist es egal, wenn es eine Fehlentscheidung war, dann stehe ich dazu. Schieß nicht auf das Mensch, kann machen Fehler. Du hast so mit den Händen hast du ihn gestoßen. Ich weiß, du bist ein Schlitzohr. Ich weiß. Und in dem Moment, wie ich mich zum Linienrichter gedreht habe, war der Linienrichter auch schon mit der Fahne und der hat das gleiche Foul gesehen wie er. Er bestätigte mir, Rakimov hatte gehalten. Das ist kein Problem. Nein, ich muss damit leben, aber was wiegt, das wiegt. Nicht? Hättest du deine Hände weggetan, wäre das okay gewesen. Ist unsere zwei Punkte ist weg. Ihr habt eine gemacht. So, also kann man sagen, Herr Benke, ein versöhnlicher Ausgang jetzt. Noch einmal die Situation vielleicht. Die Flanke ist gekommen und wie der Tormann rausgekommen ist, wurde vom Herrn Rakimov ein Stoß von hinten an den Verteidiger von Salzburg gegeben. Ja. Ilsanker kam dadurch nicht zum Ball. Ich wollte mich umdrehen und in dem Moment sehe ich auch, dass mein Linienrichter mit der Fahne oben ist und dadurch war das Tor zu Recht aberkannt wegen Foulspiel.